Good evening and welcome everybody to our Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei der Summer Edition unserer Vorlesungsreihe Making Sense of the Digital Society. Ich möchte Sie im Namen der BPB begrüßen und das Alexander von Humboldt-Institut für Gesellschaft und Internet. Herzlich willkommen bei Hebbel am Ufer. Wir stellen uns die großen Fragen zur Digitalisierung und die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. Machtwechsel, Veränderungen in den demokratischen Strukturen in unserer Zeit, neue Organisation unserer Arbeitszeiten, Veränderungen der städtischen und ländlichen Infrastrukturen und die Rolle der Plattform etc. Die Idee besteht darin, Fachleute einzuladen, Wissenschaftler einzuladen, um uns unterschiedliche Perspektiven zu geben, unterschiedliche Sichtweisen auf diese Fragen, die von Bedeutung sind für uns heutzutage. Wir freuen uns sehr, Frau Professorin Louise Amor zu begrüßen. Sie wird reden über die vertiefte Einbettung der Algorithmen in unseren tagtäglichen Leben. Wie verändert die Verwendung von Algorithmen die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaften wahrnehmen? Was passiert mit unserem Zusammenleben? Und zwar mit den Aspekten unseres Miteinanders, die man nicht quantifizieren oder qualifizieren kann. Und was bedeuten Algorithmen für unsere Widerstandsfähigkeit gegen ungewollte Formen der Automatisierung? Tobi Müller wird uns ein Grußwort halten, wird uns eine Einführung geben in das Thema. Danach wird es die Möglichkeit zu Fragen und Antworten geben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Tobi Müller. Vielen Dank, Janet Hoffmann. Vielen Dank auch, dass ich heute wieder dabei sein darf. Es freut mich sehr, dass heute an diesem heißen Tag so viele hierher gekommen sind. Es ist eigentlich auch heute der letzte Abend hier im Hebbel am Ufer Hau in Berlin. Vielen Dank auch an die Dolmetscher. Sie können sie nicht sehen, wir befinden sich hinter der Bühne, aber sie leisten hier wichtige Arbeit, denn sie liefern die deutsche Übersetzung. Das gilt auch für die Fragerunde, die wir nach dieser Rede und nach unserem Gespräch hier auf der Bühne haben würden. Wenn Sie also keine Frage auf Englisch sprechen, fragen möchten, dann gerne auf Deutsch. Wir haben jetzt schon über Selbstbestimmtheit, politische Selbstbestimmtheit mit dem Umgang mit neuen Medien, mit verschiedenen Plattformen und der europäischen Rolle dabei gesprochen. Wir haben auch gehört, dass künstliche Intelligenz menschlichen Systemen sehr unähnlich ist, beispielsweise mit unserer Rednerin Rebecca. Und heute werden wir etwas über Ähnlichkeiten zwischen Algorithmen und Menschen hören, etwas, das uns weiter von unserer Hoheit entfernt. Wir könnten also fragen, nicht nur, wie wir sie kontrollieren können oder wie Algorithmen sich selbst kontrollieren, sondern wie Algorithmen dazu beitragen, wie wir menschlich sind. Wir werden auch über die Rolle des Zweifels bei der Schaffung von Algorithmen sprechen. Und das bedeutet dann eine Art Wendepunkt für unsere Vorlesungsreihe, weil es nicht mehr nur um Transparenz geht, nicht darum, den Algorithmus zu öffnen. Und unsere Rednerin würde jetzt wahrscheinlich fragen, welchen Algorithmus? Sondern es geht um Intransparenz, Verständlichkeit, Unsicherheit. Und zwar nicht als Nachteile, sondern als gewünschte Kategorien des Denkens und der Berechnung. Intransparenz und Zweifel in der Dunkelheit. Und das trotz dieses starken Lichts, das mich hier jetzt schon zu Beginn unserer Sitzung zum Schwitzen bringt. Sie haben schon einiges über die heutige Struktur, den Verlauf unseres Abends gehört. Und wir benutzen auch den Hashtag, den Sie hier sehen können, Digital Society. Außerdem wird diese Veranstaltung gefilmt. Wir werden diese Veranstaltung wahrscheinlich im Fernsehen zeigen, auf Lex TV. Und außerdem werden wir auch während unseres Gesprächs immer mal wieder auf Twitter zurückkommen.
Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit, hier nach unserer Sitzung gegen 9 die Getränke und Snacks zu nutzen. Unsere Rednerin ist Professorin für Geographie an der renommierten Durham University im Osten von England. Sie konzentriert sich auf globale Geopolitik und Grenzkontrollen, vor allen Dingen in Zusammenhang mit Daten- und Risikomanagement. Sie hat in den letzten Jahren an einem Projekt, einem sehr großen Projekt namens die Ethik der Algorithmen gearbeitet. Ich kann nur mit Unsicherheit vermuten, dass ein Großteil dieser Forschung auch Teil ihres Buches Cloud Ethics sein wird, das bei dem Duke University Press Verlag veröffentlicht werden wird. Lange bevor wir etwas über ihr sogenanntes Algorithmusgespräch wussten, das uns noch weiter verunsichert hat im Bereich der speziellen Eigenschaften von Algorithmen, und lange bevor sie an ihrem Projekt Datenkriege, neue Regulierungsräume im europäischen Terrorkrieg, einem 4-jährigen Projekt, Forschungsprojekt mit der Universität von Amsterdam gearbeitet hat, zeigte bereits ihre Arbeit etwas, was sich als neu eingesetzte Maßnahmen der präventiven Sicherheit bezeichnen würde. Auch ihr Buch Politik der Möglichkeiten, Risiken und Sicherheit hinter der Wahrscheinlichkeit wurde 2013 in der Duke University Press veröffentlicht. Nun konzentrieren wir uns allerdings auf das, was unsere Rednerin uns zu sagen hat. Begrüßen Sie aus Nordengland Louise Amour. Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank für die freundlichen Worte, lieber Tony. Und ich bedanke mich bei Christian und seinen Kollegen für die Einladung. Ich wollte immer in der Humboldt oder vor der Humboldt-Universität eine Rede halten. Also dieser Traum lässt sich heute Abend erfüllen. Mein Thema: unser Leben mit Algorithmen. Wie versteht man das Digitale? Diese Frage möchte ich aber etwas umkehren und die Frage stellen, wie wir uns verstehen und wie wir Entscheidungen treffen, wie wir die Welt verstehen in einer digitalisierten Welt. Das heißt, wie verstehen wir auch unsere Beziehungen, unsere Verhältnisse zu anderen Menschen und Wesen innerhalb dieses Kontexts? Ich möchte folgende Sachen unter die Lupe nehmen, und zwar tiefen neuronale Netzwerke. Keine Sorge, das ist nicht so schrecklich, wie es klingt. Es geht darum, wie unsere Art und Weise, uns selbst zu verstehen, sich verändert. Ob es um die Kreditwürdigkeit einer Person geht, ob es um die Risikoanalyse in der Strafrechtspflege geht, ob es um lebenswichtige Fragen geht, wie zum Beispiel die beste Behandlung eines Krebsfalls aussehen sollte, oder die Frage, wer in ein Land einreisen sollte. Ich werde argumentieren, dass unsere Leben und unsere Lebenschance immer mehr von den Beurteilungsspielräumen der Algorithmen abhängig werden. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Aspekte. Unsere Leben, Grenzen, Einreise, Aufenthaltsstatus. Man könnte in mancher Hinsicht argumentieren, dass Algorithmen was Gutes tun, in anderen Bereichen allerdings was Negatives. Wenn ein Onkologe zum Beispiel, der auf bestimmte Krebsarten spezialisiert ist, ein solcher Onkologe hatte mir erzählt, dass bestimmte Verbesserungen erfolgt sind aufgrund von Algorithmen, und zwar im Bereich Identifizierung von bösartigen Tumoren. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir Algorithmen auch verantwortungsvoll verwenden, im Dienst unserer Gesellschaft einsetzen. Wie kann man die Grenze ziehen zwischen dem, was gut ist, und dem, was böse ist, sozusagen dem, was schlecht ist? Was ist eine gute ethische Entscheidung, was ist eine schlechte ethische Entscheidung?
Es gab eine Gruppe von Ärzten, die an diese Frage gearbeitet haben, wie man bestimmte Tumoren identifiziert, um die Tumoren besser zu behandeln. Diese Expertisen wurden anhand deren Arbeitsergebnisse im Bereich Glücksspielsucht entwickelt. Dies habe ich im Rahmen eines Interviews mit dieser Gruppe an Ärzten festgestellt. Die Firma Betfair hatte diese Experten, Entschuldigung, das waren nicht Ärzte, sondern Informatiker. Diese Gruppe von Informatiker wurden von Betfair beauftragt, um die Glücksspielsucht zu untersuchen. Dasselbe Team an Informatikern wurde auch beauftragt, Algorithmen für Drohnenaufnahmen zu entwickeln. Und diese Gruppe von Experten, von Informatikern, haben mir Folgendes gesagt. Am wichtigsten ist, dass wir wissen, wie gut und böse aussieht. Wir wissen anhand unserer Daten, was zum Normalen und was zum Abnormalen gehört. Also das Problembereich sieht überall in diesen unterschiedlichsten Bereichen ganz ähnlich aus. Nämlich ein Algorithmus kann uns genauso gut erzählen, was zwanghaftes Spielen darstellt, wie es uns über erkranktes Gewebe was erzählen kann oder uns erzählen kann, ob es sich bei einem Fahrzeug um ein ziviles Fahrzeug oder um ein Militärfahrzeug handelt. Ich möchte heute Abend also Folgendes vorzuschlagen. Das, was wir als gut oder als böse einstufen, das ist eine Frage, auf die wir als Gesellschaften immer wieder reagieren wollen, nämlich die Frage, wie wir maschinelles Lernen zum Guten anwenden wollen, dass die Grenze zwischen ethisch und unethisch, zwischen maschinellen und humanen Entscheidungen, dass es sich hier nicht um einfache Fragen handelt. Das sind sehr schwierige Fragen, die wir zu beantworten haben. Trotz aller Anforderungen, die sogenannte Black Box zu öffnen, Algorithmen nachvollziehbar zu machen, Algorithmen sollten Rechenschaft ablegen können. Statt mich darauf zu konzentrieren, möchte ich mich eher auf die Frage konzentrieren, wie die Algorithmen so gestaltet werden können, dass sie der Gesellschaft zugute kommen. Diese Frage bringt uns, finde ich, nichts. Und stattdessen möchte ich mich auf eine andere Frage konzentrieren, nämlich wie generieren algorithmischen Systeme Ideen über das, was gut, normal, regelwidrig oder riskant ist. Und ich werde heute Abend Ihnen auch erklären, wie Algorithmen des maschinellen Lernens nicht nur über die Welt sozusagen berichten, nicht nur Entscheidungen treffen, sondern auch unsere Welt gestalten und prägen. Nämlich, es geht in diesem Vortrag heute Abend darum, Ihnen zu erklären, wie Algorithmen unsere Welt prägen und selbst verändern. Ich möchte mich auf einige Punkte konzentrieren, die unterschiedlichen Verfahren, Prozesse hier erläutern. Der eine Prozess, maschineller Prozess, heißt Targeting, das heißt bestimmte Zielgruppen oder Zielpersonen identifizieren oder ansprechen. Das zweite Phänomen ist Deciding, also Entscheidungen treffen. Wie werden Entscheidungen im Rahmen des maschinellen Lernens getroffen und welche Auswirkungen hat das? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also es ging eben darum, das Gute zu erkennen. Und jetzt kommen wir zu der Situation, wo ein Algorithmus trainiert wird, um einen Protest zu erkennen. Das Jahr 2016, ein Startup versucht, seine Protesterkennungssoftware an Regierungs- und Unternehmenskunden zu verkaufen. Es wird gesagt, wir trainieren unsere Algorithmen, um zu verstehen, was ein Protest ist und was kein Protest darstellt. Also was für ein Treffen stellt ein Protest dar? Das ist das Ziel
diese Software. Auf dem Bildschirm während dieser Präsentation werden die Städte gezeigt, aus denen die Trainingsdaten für den Algorithmus stammen. Islamabad, Paris, Baltimore, Istanbul. Daten von Facebook, Twitter und Instagram werden mit anderen Datenquellen zusammengeführt, kombiniert, Regierungsdatenbanken zum Beispiel. Und all dies wird in eine Reihe von Deep Learning Algorithmen eingespeist. Der Vertreter des Startups behauptet, das System werde Tag für Tag immer besser. Das heißt, die Daten werden immer wieder modifiziert. Wir geben Ihnen den Code, sagt der Vertreter dieses Unternehmens, damit Sie den Code editieren können. Das heißt, es wird Folgendes verkauft, nämlich ein Algorithmus, der schon mit Daten versehen worden ist, und dem Kunden wird überlassen, diesen Algorithmus zu justieren. Aber was bedeutet ein solcher Algorithmus für das tagtägliche Leben in der Großstadt, für unsere Treffen und Versammlungen? Nehmen wir Baltimore im Jahr 2015 unter die Lupe, ein Jahr nach dieser Präsentation zu Protest Recognition Software. Im Jahr 2015 kam es in Baltimore zu großen Protesten gegen die Ermordung durch die Polizei von Freddie Gray. Diese Proteste, im Rahmen dieser Proteste hat das Polizeipräsidium und das Heimatschutzministerium gezielt nach Menschen gesucht, die sogenannten disruptive Proteste angefeuert haben. Mehrere Terabyte an Bildern, Beiträgen aus sozialen Medien, das war alles in dieses Protesterkennungssystem von der Stadt Baltimore eingeflogen. Menschen wurden verhaftet. Es gab sogar eine Gruppe von Menschen, die nicht in einen Bus einsteigen durften, weil aufgrund dieses Algorithmus zu dem Schluss gekommen war, dass sie sich auf den Weg zu den Protesten befinden. Das heißt, eine Intervention ist erfolgt, und zwar auf Grundlage von Daten über diese Menschen. Das waren Schüler, und die Daten bestanden darin, eine Zunahme der Online-Interaktionen unter Schülern durch die Sicherheitsbehörden zu beobachten. Für den Algorithmus ist es egal, ob die vermuteten Attribute, die von einem solchen System abgeleitet werden, sich um Verbraucher handeln, um Wähler, DNS-Sequenzen, Wähler, Kreditnehmer. In diesem Fall wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass diese Menschen sich auf den Weg zu den Protesten befanden. Und deswegen wurde ihnen die Mitfahrgelegenheit mit dem Bus verwehrt. Das sagt uns einiges über unsere Herangehensweise aus. Das macht es deutlich für uns, inwiefern die Daten, Restdaten aus vergangenen Ereignissen in die Systeme eingespeist werden, um über bestimmte Zukunftsszenarien Entscheidungen zu treffen. Diese Daten aus historischen Ereignissen, sei es die Ereignisse in einem Park in Istanbul gewesen oder im Rahmen des syrischen Bürgerkriegs, diese Datenreste werden in Systeme eingespeist, die dann Entscheidungen über zukünftige Szenarien entscheiden. Und auch in diese Algorithmen, zum Beispiel in diesem Baltimore-Fall, waren solche Namen wie Freddie Gray und die Hauptakteure in das System eingeflossen. Und das bedeutet alles, dass das Urteilsvermögen des Algorithmus beim nächsten Großereignis auf den Daten von Baltimore zum Beispiel basieren werden. Sehr wichtig für die Verarbeitung dieser Daten ist natürlich die Feinjustierung der Daten durch das System.
damit das System richtig erkennen kann, wo es sich um einen Protest handelt, wo es sich einfach um eine stinknormale Versammlung oder über einen Marktplatz handelt. Was für eine Auswirkung hat das in diesem Fall, wo die Schüler nicht in den Bus einsteigen durfte? Heißt es, dass die Fähigkeit, sich politisch zu engagieren, sich an eine Demonstration zu beteiligen, zunichte gemacht werden kann durch algorithmische Verfahren, die die Attribute der jeweiligen Personen im Voraus schon modelliert haben. Das heißt, die Personen, die sich an solchen Maßnahmen teilnehmen, sind in Bezug auf ihre Attribute, in Bezug auf ihre Attributen schon vor Beteiligung an der Veranstaltung bekannt. Das Zielergebnis Algorithmus kann fast alles sein. Lassen Sie uns an eine Debatte denken, die uns alle bekannt sein dürfte, nämlich als die Firma Cambridge Analytica maschinelles Lernen eingesetzt hatte, um Wähler beim Brexit-Referendum zu erreichen oder bei den US-Präsidentschaftswahlen. Hier ging es darum, Menschen anzusprechen, die noch unentschlossen waren oder überzeugt werden konnten. Und das ist für mich das Wichtigste hier. Ein Cluster kam zum Einsatz, um eine bestimmte Gruppe zu erreichen, um die Erreichbarkeit dieser Gruppe zu prüfen, zum Beispiel für Rechtsaußenparteien, um sicherzustellen, dass Menschen erreicht werden, die noch überzeugt werden konnten. Und die nützlichsten Methoden zur Definierung dieser Cluster war in diesem Fall, das ist ganz interessant festzustellen, die Modeindustrie. Also die am besten entwickelten Modelle in dieser Hinsicht stammen aus der Modeindustrie, sprich Modemarketing. Hier gibt es sehr viele Leute offenbar, die noch nicht so ganz überzeugt sind, ob sie die eine oder die andere Modeentscheidung treffen. Und auf diesen Systemen basierte dieses Microtargeting von Cambridge Analytica in Bezug auf die Wahlen. Im letzteren Fall ging es natürlich darum, die Demokratie zu unterminieren, vielleicht um das Ergebnis des Brexit-Referendums im Voraus zu bestimmen. Es gäbe auch die Möglichkeit, über eine solche Art und Weise den Ausgang eines Gerichtsverfahrens zu beeinflussen. Aber für mich ist das Wichtigste dabei, dass die Verwendung eines solchen Algorithmus, nämlich die Rahmenbedingungen für solche Prozesse neu definiert. Jetzt widmen wir uns der Frage, wie ein Ziel generiert wird. Das würde ich jetzt etwas konkreter machen. Dazu möchte ich ein Beispiel aus meiner Feldforschung zu Algorithmen an der Grenze und bei der Einreisekontrolle erzählen. Einer der Algorithmenentwickler hatte mir beschreibt, wie sein Modell trainiert wird anhand der schon vorhandenen Grenz- und Ausländerbehörden-Daten. Er erzählte mir, er würde mit seinem Modell Neural Net Algorithm spielen, erstmal fein justieren, fein abstimmen und sein experimentelles Modell dann an den uniformierten Grenzbeamten herantragen und ihnen die Frage stellen, ob das Modell nützlich ist oder nicht. Also es geht nicht nur darum, dass ein solches System auf unterschiedlichen Daten basiert, die gut oder schlecht, richtig oder falsch sein können. Hier geht es auch darum, dass es einen gewissen Spielraum gibt, wie ich das nenne, zwischen dem Ergebnis, das ein Algorithmus erzeugt und dem Ergebnis, das gewollt ist von dem Anwender. Die Frage hier ist, wie man die Lücke zwischen dem gewünschten und dem gezielten Ergebnis schließen kann. Und dazu gibt es die Möglichkeit, mit den Gewichtungen zu spielen, wie der Entwickler mir erzählt hatte.
Also er stellte den Grenzbeamten die Frage, ob der Algorithmus nützlich sei oder nicht. Das ist die Frage, ob das Modell in deren Weltbild passt oder nicht. Also es geht nicht nur darum, eine richterliche Entscheidung zu beeinflussen oder die Entscheidung über eine Inhaftierung zu beeinflussen. Hier geht es für mich eher um den Spielraum, der der Entwickler hat bei der Feinjustierung der Algorithmen. Das ist eine Aneinanderreihung von Wahrscheinlichkeitsprognosen, die wir in Algorithmen haben. Aber das unterliegt auch den Entscheidungen der Programmierer und Nutzer. Man kann in diesen unterschiedlichen Schichten des Algorithmus die Gewichtung verschieben, um das Zielergebnis zu verändern. Also die algorithmische Entscheidung ist sehr bedingt, ist von vielen Faktoren abhängig und ist auch eine sehr fragile Sache. Eine algorithmische Entscheidung macht für die Betroffenen sehr viel aus, kann aber leicht modifiziert werden, indem die Gewichtungen hin und her geschoben werden. Also dieses Beispiel von der Entwicklung eines tiefen neuronalen Algorithmus enthält unterschiedliche Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeitsprognosen, Faktoren, die nicht mal der Entwickler gut verstehen kann. Das heißt, man hat mit unterschiedlichen Möglichkeiten, Ergebnissen zu tun. Der Algorithmus entscheidet sich aber nur für ein Ergebnis, ein einzelnes Ergebnis. Also der Output eines Algorithmus liegt zwischen 0 und 1. Man reduziert die Vielfalt auf die Einfachkeit, auf ein einzelnes Ergebnis. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, weil in unseren Gesellschaften geht es in der öffentlichen Debatte zu Algorithmen eher darum, dass man Algorithmen umprogrammieren kann, dass man ungewollte Ergebnisse einfach herausfiltern könnte, zum Beispiel, wenn der Output diskriminierend wäre aufgrund von Rasse oder Geschlecht, dass man die Regeln einfach verändern könnte, um den Output anzupassen. Aber diese Herangehensweise in unserer Debatte ist äußerst problematisch, denn die Algorithmen generieren Regeln auf Grundlage von unterschiedlichen Eventualitäten. Nehmen wir die Gesichtserkennung an, zum Beispiel am Bahnhof oder an der nationalen Grenze. Wenn es darum geht, dass wir innerhalb von 24 Stunden die Daten löschen wollen, das sind die Daten, die in den Algorithmus schon eingepflegt worden waren, bedeutet das nicht, dass der Algorithmus nicht mehr anhand dieser Daten modifiziert worden ist. Also das heißt, es bleiben Restspuren, es bleiben Überbleibsel, Restdaten von allem, was wir machen, bei jedem Vorgang des Algorithmus, bei jedem Kontakt zu unserer Welt, bei jedem Einsetzen von Gesichtserkennungssoftware, zum Beispiel an einem Bahnhof oder an der Grenze oder in der Großstadt, werden die Bedingungen generiert dafür, wer oder was identifiziert werden kann, wer zur Zielscheibe gemacht werden kann. Was würde es bedeuten, also unsere Algorithmen zu kontrollieren oder Regeln dafür zu schaffen, denn wie ich argumentiere, werden wir heutzutage von Algorithmen geregelt und werden die Rahmenbedingungen für unsere Entscheidungsfindung durch Algorithmen entsprechend verändert. In der Debatte ging es oft sehr darum, den Umfang der Algorithmen
zu beschränken. Im Mai 2018 haben zum Beispiel 3000 Mitarbeiter von Google einen offenen Brief unterschrieben an den eigenen Vorstand, in dem sie sich beschwert haben über die mutmaßlichen Missbrauch der Objekterkennungsalgorithmen als Waffe für militärische Zwecke. Das heißt, Mitarbeiter und schreiben einen Brief an Herrn Sundar von Google, wo behauptet wird, dass das Unternehmen nicht im Kriegsdienst sozusagen aktiv sein soll. Aber ich möchte argumentieren, dass man die Nutzung seiner Algorithmen nicht so begrenzen kann, wie es die Mitarbeiter von Google versucht haben, weil das Erreichen von bestimmten Zielen und Entscheidungen über andere Art und Weise, nämlich bei Algorithmen zur Sache, gehört. Das ist ein untrennbarer Teil der Gestaltung von Algorithmen. Es ist also sehr schwierig, eine Linie zu ziehen zwischen gut, Anerkennung von Tumoren, oder böse, Identifizierung von Aufständischen oder Verwendung von autonomen Waffen. Algorithmen generieren gerade Ideen darüber, wie das Gute aussieht. Manchmal wird es gewünscht, dass noch mehr Ziele generiert werden. Der heilige Gral des maschinellen Lernens ist es gerade, die Entscheidungslücke zu schließen, den menschlichen Analysten Ergebnisse in die Hand zu geben, die aus der Zifferensprache in Text, also in Worte, übersetzt werden können. Das heißt, das Leben der entscheidungsträgende Person, der entscheidungstragenden Person zu vereinfachen. Also mit MRT-Aufnahmen in der Terrorismusbekämpfung beobachtet man Folgendes, nämlich wie Computerwissenschaften wie die Informatik die algorithmische Entscheidungsfindung neu definiert. Es gibt ein Verfahren, Show and Tell. Das sagt mir ein Informatiker, nämlich we call it Show, Attend and Tell. Hier geht es nicht nur um die Objekterkennung, sondern darum, den Kontext zu verstehen, die Szene sozusagen zu verstehen, zu beschreiben, wie die Objekte, die erfassten Objekte miteinander verbunden sind, also welche Bezüge und Beziehungen zwischen Objekten und Aktivitäten bestehen. Der Algorithmus stellt also bestimmte Merkmale als wichtig heraus. Es geht also nicht nur darum, dass Menschen mit Algorithmen agieren, sondern darum, wie Algorithmen mit anderen Algorithmen agieren, um festzustellen, was in einer bestimmten Szene, was in dem Bild wichtig ist. Als zweiter Schritt dann natürliche Sprachverarbeitung zum Einsatz kommen zu lassen, um den Output verständlich für einen Sachbearbeiter zu gestalten. Was könnten solche Ergebnisse für eine Großstadt zum Beispiel bedeuten? Dazu schauen wir uns diese Folie an. Das Bild vor uns. Menschen sammeln sich auf dem Marktplatz. Man weiß ja nicht, man kann ja auch nicht wissen, was für ein Verhältnis diese Menschen zueinander haben. Man weiß nicht, wozu sie sich versammelt haben. Man kennt die Attributen dieser Menschen gar nicht. Aber aus den zahlreichen Zusammenhängen, die sich dabei ergeben, die Menschen, das Gemüse, die Erde, die Marktbuden im Hintergrund. Aufgrund dieser Zusammenhänge kann der Algorithmus ein kurz gefasstes Ergebnis produzieren. In zwei Sätzen: eine Gruppe von Menschen kauft auf dem Markt ein
am Obststand gibt es viel Gemüse. Okay, man erkennt den Fehler mit dem Gemüse, aber hier sehen wir, wie Algorithmen das Bedeutungsfeld definieren. Die Algorithmen inszenieren die Szene. Okay, sie können Obst und Gemüse nicht unterscheiden. Das liegt an den Trainingsdaten, die im Vorfeld in den Algorithmus eingeflossen sind. Aber auch diese Fehler kann nützlich sein, wenn wir das System weiterentwickeln wollen. Also schauen Sie sich diese Outputs hier an. Das sind auch Ergebnisse von diesem System mit dem Marktplatz. Ganz mein Lieblingsbeispiel ist das hier mit dem Surfbrett. Ein weiteres Beispiel ist ganz witzig, nämlich, dass der Mann einen Hut trägt und ein Skateboard trägt. Aber Fehler werden dabei so verstanden, dass man die Fehler einsetzen kann, verwenden kann, um Intuition in das System einzubauen. Das heißt, Fehler fließen zurück in das System, um festzustellen, was ein zukünftiges System besser erkennen könnte. Wir sollten uns einige Fragen stellen in diesem Zusammenhang. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann auf einem Skateboard und anderen Situationen, die zum Beispiel an der US-Grenze zu Mexiko vorkommen könnten oder auf den Straßen eine Stadt vorkommen könnten? Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir an der US-Grenze eine Frau mit einem Kind auf dem Arm sehen würden? Oder auf dem Tahrirplatz ein Bild von einem Transparent sehen würden und von einer Gruppe von Menschen, die sich trotz Versammlungsverbot auf dem Platz versammeln. Was würde das für die Polizei bedeuten? Und was würde das letzte Bild, Frau mit Kind auf dem Arm, für die Grenzbeamten bedeuten? Also Algorithmen versuchen, die Elemente im Leben, die sonst miteinander unvereinbar sind oder die Probleme, die nicht gelöst werden können, um Entscheidungen zu treffen. Wenn ein konvolutionales neuronales Netzwerk sagt, dass ein Fahrzeug mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,65 ein Militärfahrzeug ist und ein rekurrentes neuronales Netzwerk dann sagt, dass dies eine Bedrohung ist, auf die man reagieren sollte, was passiert dann aber mit der Wahrscheinlichkeit von 0,35, mit der dieses Auto ein ziviler Bus ist? Wie denken wir also über diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die bei der Schaffung des Outputs außer Acht gelassen wurden? Diese neuronalen Netzwerke verwandeln Daten in Merkmalsvektoren, die als etwas gesehen werden können, was auch in anderen Situationen bereits gegeben war. Was dem Algorithmus also wichtig ist und was der Algorithmus wichtig macht, ist die Möglichkeit, in der Lage zu sein, was in einer Szene, in einem Bild verborgen liegt. Und genau diese aufkommende Allianz, wie man sagen könnte, zwischen Algorithmen, die mit Attributen arbeiten und diese Show and Tell benutzen, und moderner Politik, die vorwegzunehmen versucht, was die verborgenen Attribute von Bevölkerung sind. Genau das ist das Interessante und das habe ich auch in einem meiner Bücher beschrieben. Es geht also nicht nur um eine Kapitalisierung oder einen Marktaufbau, wenn es darum geht, Algorithmen in unser öffentliches Leben einzuführen, sondern es gibt eine Allianz zwischen diesem Verhalten des Staates und dem Erkennen von Möglichkeiten des Marktes für diese Algorithmen. Für mich ist das eine grundlegende ethisch-politische Herausforderung unserer heutigen Zeit, wie wir darauf reagieren. Ich glaube, dass das ein
nicht zu verleugnendes, schwieriges Problem ist. Es ist durchaus verständlich, warum es eine Art moralische Panik in den Medien gibt, wenn man die Entscheidungsfindung von Algorithmen mit betrachtet, beispielsweise in Bezug auf autonome Waffen oder auch Roboter, die Operationen durchführen oder autonome Fahrzeuge. Was ich allerdings sage, ist, dass Teil des Menschseins sich ebenfalls in Bezug auf unsere Interaktion mit Algorithmen ändert. Das bedeutet mit Hinblick auf diese Show-and-Tell-Algorithmen, dass der Onkologe, der Grenzkontrolleur und der Richter mehr und mehr die eigene Rolle und die eigene Expertise auf andere Art und Weise verstehen werden, und zwar aufgrund der Interaktion mit Algorithmen und wie diese Show-and-Tell nutzen. Ich habe für Sie ein paar Auszüge von Interviews mitgebracht, nur ganz kurz. Ein Onkologe hat ihr gesagt, wie diese Entscheidungsfindung ihn darin verunsichert hat, was die beste Behandlung für einen bestimmten Patienten wäre. Der Onkologe zeigt ihr auf, welche Grenzen sein eigenes Wissen hat. Ich denke, dass er damit zumindest teilweise die Präsenz des von ihm als so empfundenen Wissens, der durch Erfahrungen anderer Spezialisten beschreibt, und zwar der Daten, die in dieser Software beinhaltet sind, etwas, was Teil des Algorithmus ist. Allerdings fragt er sich stetig, was man denn wissen kann, und es fällt ihm sehr schwer, sich gegen den Strom zu entscheiden mit seiner eigenen Entscheidung. Wir sprechen ja immer davon, dass auch ein Mensch Teil des Prozesses sein muss, um Ethik aufrechtzuerhalten. Diese Person versteht aber nun die eigene Beziehung mit seinen Patienten, mit der Umwelt auf andere Art und Weise durch den Algorithmus. Was meinen wir also eigentlich, wenn wir sagen, es muss ein Mensch Teil dieser maschinellen Entscheidung sein? Der Mensch ist vielleicht eigentlich schon Teil des Algorithmus und der Algorithmus ist Teil des Menschen. Ich glaube also, dass es einige grundlegende Probleme mit der Vorstellung gibt, dass Algorithmen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, weil es keinen Menschen jenseits des Algorithmus gibt, der feststellt, dass das Gute getan wird. Es gibt also als solche keine Entscheidung innerhalb der algorithmischen Entscheidungsfindung. Es gibt Outputs, ja, das ist in der Tat so, aber es bleibt immer noch ein gewisser Raum der Unsicherheit, ein bedeutender Raum der Unsicherheit. Und zwar zwischen dem Output, dem Kalkulus, und einer Entscheidung, die wir als solche auch wirklich bezeichnen würden. Und zwar etwas, was innerhalb der Unsicherheit entschieden wird, mit unterschiedlichen Optionen, die das Ergebnis sein könnten. Und das kann niemals nur ein Output sein. Sei es also die Entscheidung, ob man jemandem eine Hypothek gewährt, einen Job gibt, ob jemand eine Krankenversicherung bekommt, ob jemand von der Polizei angehalten wird und so weiter. All das, was wir als algorithmische Entscheidung bezeichnen würden, sollte etwas sein, bei dem wir überlegen, was ist der Output und was ist wirklich die Entscheidung. Und ich glaube, dass wir da uns darauf mehr konzentrieren sollten. Ich glaube nicht, dass das Ganze automatisiert ist. Stattdessen glaube ich, dass es sich dabei um ein ethisch-politisches Thema handelt, das Weltanschauungen mit beinhaltet, Erfahrungen aus der Vergangenheit, die durch den Kontakt mit anderen Menschen und Orten generiert wurde. An dieser Stelle könnte man also berechtigterweise fragen, was können wir denn jetzt machen? Wir suchen also nicht eine Art Öffnung, wir suchen keine verstärkte Kontrolle im Bereich der Beziehung von Algorithmen und Menschen.
In der mir verbleibenden Zeit möchte ich kurz die Parameter umreißen, von denen ich glaube, dass wir an dieser Stelle von Ihnen reden sollten. Ich glaube, dass wir aktuell bei den Bereichen Targeting und Deciding immer mehr eine Zusammenarbeit mit Maschinenlernalgorithmen sehen. Die öffentliche Reaktion darauf besteht oft darin, dass wir sagen, es handelt sich um autonome Technologien, die man nicht verantwortlich machen kann. Das sind Maschinen. Sie treffen Entscheidungen, die der menschlichen Kontrolle nicht mehr unterliegen. Wir können also nicht verstehen, was dort passiert. Sie sind uns verschlossen. Aber um das kurz zu fassen, möchte ich eigentlich vorschlagen, dass der Schaden, das Problem nicht unbedingt darin besteht, dass der Mensch keine Kontrolle mehr hat. Nein, das grundlegende Problem besteht darin, dass wir zusammenleben und auf ungewisse Art und Weise aufgrund schwieriger und unlösbarer Probleme Entscheidungen treffen. Und das ist Politik, das ist das öffentliche Leben. Der Anspruch darauf, also eine unsichere Zukunft sicher vorherzusagen mit Algorithmen, die unterschiedliche Versionen der Zukunft beinhalten und das sogar mit neuronalen Netzen selbst, ist nicht möglich als solches, denn es gibt unterschiedliche finale Ergebnisse. Ich möchte, dass wir stets im Kopf behalten, dass der Algorithmus nur ein Ergebnis liefert, das dann noch Folgen nach sich zieht. Beispielsweise ein Kind in der Beziehung zum Sozialwesen. Vor allen Dingen in Großbritannien gibt es dort Algorithmen, die wichtige Entscheidungen im Leben der Kinder treffen. Aber auch Entscheidungen im Bereich der Immigration, ob man verhaftet wird, verurteilt wird oder ob eine Situation auf der Straße wirklich gefährlich ist, weil es sich um eine brodelnde Gefahr einer Demonstration handelt. Ich bin also der Meinung, dass man keine algorithmische Rechenschaft erwarten kann in Zeiten der Transparenz durch die Aufklärung, der wir uns ausgesetzt sehen. Ich glaube auch nicht, dass es einen ethischen Kodex für Menschen geben sollte, die in diesem Bereich arbeiten. Und auch die Blackbox muss nicht geöffnet werden. Wir sollten stattdessen verlangen, dass Algorithmen zumindest teilweise Rechenschaft ablegen. Ich glaube, das ist gar kein neues Problem. Die Unmöglichkeit, Rechenschaft abzulegen, ist die Grundvoraussetzung für Politik, für die Schwierigkeit einer Entscheidung. Philosophen und Forscher haben darüber schon seit langem gesprochen, darüber, dass es so schwierig ist, Rechenschaft abzulegen. Algorithmen stellen also eigentlich kein neues Problem dar, sondern sie zeigen ganz deutlich ein weiter bestehendes Problem, nämlich Ethik und Verantwortung mit den Vorstellungen einer objektiven Sicht und Wissen in Einklang zu bringen. Die Philosophin Judith Butler hat uns daran erinnert, dass wir die Grenzen der Ethik nicht an den Grenzen der Verständlichkeit erreichen, sondern dass Ethik genau dort am notwendigsten wird, wo wir die Grenzen unserer Verständlichkeit erreichen. Wir müssen also unterschiedliche Formen des Sinns und des Verständnisses in Erwägung ziehen. Ich verlange also unterschiedliche Formen von Ethik und möchte dazu drei Vorschläge machen. Zum Abschluss würde ich diese gerne vorstellen. Ich schlage zunächst vor, dass wir neu überdenken müssen, was Ethik im Bereich der Algorithmen bedeutet. Es geht nicht mehr darum, uns vorzustellen, dass wir außen vor sind und das Verhalten der Algorithmen festlegen. Der Philosoph Michael Foucault hat verschiedene Formen der Ethik festgelegt. Er hat zum einen gesagt, dass dies ein Code ist, der festlegt, was erlaubt ist und was verboten ist. Das ist für mich eigentlich das Art von Silicon Valley-Problem. Man müsste einfach nur festlegen, was erlaubt ist und was verboten ist. Und so könnte man schon Fortschritte erreichen. Aber dabei handelt es sich um eine begrenzte Form der Ethik. Das stammt vielleicht aus seiner eigenen Arbeit, bei dem er sich auf das Vorherrschen von Normen im Bereich der Sexualität konzentriert hat. Er spricht auch von der unausweichlichen
politischen Formation, von Relationen eines selbst mit sich selbst und mit anderen. Und dieser Unterschied ist meines Erachtens sehr grundlegend, denn welche Handlungen erlaubt oder verboten sind, ist eine Art geschützte Form der Ethik. Wir könnten stetig versuchen, festzulegen, wann Algorithmen einen Schritt zu weit gegangen sind. Darüber können wir vielleicht später bei der Fragerunde noch ein wenig sprechen. Was machen Algorithmen aber eigentlich in Bezug auf das, was ich heute beschrieben habe? Sie funktionieren durch eine Reorientierung des Selbst mit sich selbst und mit anderen, durch diese unausweichliche politische Formation. Und genau damit versuche ich zu arbeiten, nämlich dass Algorithmen ein Teil der politischen Formation sind. Und dabei müssen wir uns fragen, was das im Bereich Maschinenlernen denn bedeuten kann. Zweitens glaube ich, dass wir den Output überdenken müssen und uns ansehen müssen, was er für unsere Welt bedeutet. Wir könnten auf andere Weise darüber nachdenken, denn der Output sollte nie als entscheidend für eine Entscheidung gelten. Stattdessen bin ich der Meinung, dass wir nicht als Output davon sprechen sollten, sondern als eine Art von Blendenöffnung. Also aus dem Bereich der Fotografie, wo die Blendenöffnung an der Linse immer zugleich ein Verschluss, aber auch eine Öffnung ist. Wir könnten dadurch also vielleicht in der Lage sein, zu überlegen, was wären die Alternativen gewesen? Was hätte noch geschehen können, bevor dieser Verschluss geschehen ist? Ich glaube, dass wir im Bereich dieser Blendenöffnung ein wenig Ärger machen sollten, wie die Feministin Donna Haraway gesagt hat. Sie sagte, man solle diesem Ärger folgen und dann den Fäden in die Dunkelheit folgen. Selbst bei einem reduzierten Output glaube ich, dass wir die Spuren dieser verworfenen Alternativen verfolgen könnten. Das ist für mich ein Gedankenexperiment. Das habe ich im Bereich der Gesichtserkennung beispielsweise verfolgt. Sie wissen vielleicht, dass im April ein Student in den Vereinigten Staaten mit sri lankischen Eltern fehlerhaft durch die sri lankische Regierung als mit dem Bombenattentat Sri Lankas verbunden identifiziert wurde. Dieses Gesichtserkennungssystem hat also eine fehlerhafte Erkennung gemacht, aber da war es natürlich bereits zu spät. Es gab bereits Morddrohungen gegen diese Person. Wir dürfen also den Output nicht nur, aber durchaus als fehlerhaft ansehen, müssen dabei aber im Kopf behalten, was im Bereich dieser Blendenöffnung geschehen ist. Diese Person hatte als Studentin einen Brief an Donald Trump geschrieben und sich gegen die Diskriminierung von Menschen wie sich selbst ausgedrückt. Und das alles, wenn man den Hintergrund mit einbezieht, sehen wir, dass ein ganzes Narrativ entsteht, sodass das Ergebnis, was wir im Output erhalten haben, nicht unbedingt ein Fehler gewesen ist. Es geht nicht also nur darum, Fehler zu erkennen und zu sagen, wir sind in der Lage, diese zu verbessern, sondern wir sollten fragen, was sind die anderen möglichen Verknüpfungen, die hier einen Einfluss gehabt haben. Wenn wir also dieses Gedankenexperiment weiterführen, bedeutet das, jedes Mal, wenn wir einem Algorithmus ausgesetzt sind, von dem man sagt, dass es sich um einen optimierten Algorithmus handelt, zunächst gefragt werden muss, welche verworfenen Alternativen gab es denn aber? Was für Möglichkeiten hätte es gegeben, die hier nicht Teil des Ganzen gewesen sind? Was wäre der andere Output gewesen? Was gab es für Weggabelungen, die zu anderen Ergebnissen geführt hätten? Was sind die Möglichkeiten, die unterhalb dieser optimierten Lösung liegen? Und nun mein dritter Punkt. Ich möchte, dass die Gewichtung im Bereich Deep Learning und der Algorithmen gewichtiger werden. Einige Freunde von mir aus diesem Bereich haben mich gebeten, nicht weiter in diese Richtung zu forschen. Das sollte man nicht machen. Sie haben zu mir gesagt, die Neugewichtung ist ein undurchdringlicher Prozess, der weiterhin für Unklarheit sorgen wird. Da kann man keine Fortschritte machen.
Einer von Ihnen hat sogar zu mir gesagt, man kann die Gewichtung nicht politisch machen, Louise, denn wir wissen nicht, wie sie funktionieren. Wir spielen damit einfach ein bisschen. Damals war ich mir noch nicht darüber im Klaren, dass das genau das ist, was ich eigentlich untersuchen wollte, diese Stichworte unklar und undurchdringlich, diese vermenschlichte Beziehung zum Algorithmus und den Daten war genau das, was mich interessiert hat. Denn diese gewisse Unklarheit bleibt. Wenn also der Richter, der Onkologe, der Arzt oder der Grenzkontrolleur mit Algorithmen entscheiden, glaube ich, dass sie auch nicht unbedingt wissen, wie sie funktionieren. Denn auch sie spielen nur damit. Also einige der wichtigsten politischen und auch aus anderen Bereichen Entscheidungen werden durch diese modifizierten Entscheidungen getroffen. Genau das ist der Abschluss unserer Überlegungen hier. Die Beziehung mit uns selbst und mit anderen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Louise, für diese sehr präzise Zusammenfassung, auch sehr pünktliche Zusammenfassung. Es ist Punkt 9 Uhr, beziehungsweise Punkt 20 Uhr. Es bleibt also noch eine ganze Stunde für die Diskussion. Ich möchte einige Punkte ansprechen, die Sie angesprochen haben. Also erstmal fange ich mit dem Vogelblick an sozusagen. Könnte man nach Ihrem Vortrag Folgendes feststellen, dass die latenten Möglichkeiten, die latenten Zukunftsmöglichkeiten, die wir sozusagen außer Acht lassen, werden wir dabei von unserer eigenen Zukunft beraubt? Ja, wir berauben uns selbst von alternativen Zukunftsszenarien. Aber das ist ein politisches Spiel in zweifacher Hinsicht. Also da spielen auch praktische und pragmatische Sachen eine Rolle. Zum Beispiel, ich habe ja dieses Beispiel über den verwehrten Eintritt in den Bus gebracht. Es gibt unterschiedliche Arten und Weise, wie sich die Menschen versammeln können, um ihre politischen Ansprüche zu erheben. Rechte, die noch nicht in Gesetz und Recht eingeflossen sind. Und da muss man sich fragen, welche Rollen würden Algorithmen des maschinellen Lernens in solchen Bewegungen haben, wo es darum geht, neue Rechte durchzusetzen, die noch nicht in die Gesetze eingegangen sind. Aber politisch betrachtet haben wir mehr Möglichkeiten, als nur diese sogenannte Blackbox zu knacken. Wir sollen uns fragen, wie die Vielfalt sozusagen auf diese eine Entscheidung reduziert wird. Ja, Algorithmen sind viel einfacher, als ich zunächst gedacht hatte. Es geht hauptsächlich um Wahrscheinlichkeiten, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. In Ihrem Buch Cloud Ethics verweisen Sie auf Wittgenstein, dass Algorithmen sozusagen von Natur aus diskriminieren. Das definiert, das ist sozusagen die Definition, die technische Definition eines Algorithmus. Daher stelle ich Ihnen die technische Frage, wie könnten wir diese Blendenöffnung sicherstellen? Wie könnten wir die Algorithmen so trainieren, dass sicher diese Blindheit anderen Möglichkeiten gegenüber aufgehoben wird? Weil das hat ja mit der Struktur des Algorithmus zu tun, wenn ich den Algorithmus richtig verstehe.
Ja, also es geht hier um sozusagen den Geburtsfehler eines Algorithmus, das Intrinsische. Auch die kritischsten Stimmen, die wir hier in diesem Bereich hören, weisen auch darauf hin. Man sieht zum Beispiel die steigende, zunehmende Rassendiskriminierung aufgrund der Gesichtserkennungssysteme. Was mich allerdings besorgt, ist die Frage, ob man eine Befangenheit oder Vorurteile jemals rausfiltern kann. Und damit glaube ich, dass der Algorithmus von Natur aus immer eine ethisch-politische Seite haben wird. Ein Algorithmus wird immer diskriminieren, auch in Fällen, wo man felsenfest überzeugt ist, dass die Trainingsdaten gestimmt haben. Ein gutes Beispiel. An dieser Stelle nehmen wir an, es gibt eine Polizeibehörde, die einen Algorithmus zur Gesichtserkennung in Anspruch nimmt, und die Polizeibehörde stellt fest, dass es viel zu viele Treffer gibt in Bezug auf die eigene Bevölkerungsgruppe. Und deswegen wird nachjustiert. Das ist nicht nur sozusagen eine Slider-Funktion, sondern eine Schwellenwert, der dann verändert werden kann. Aber das stellt eine Modifizierung des Algorithmus dar. Und das bedeutet, dass auch die Vorurteile der Polizeibeamten zurück in das System eingespeist werden. Das stellt uns vor die Herausforderung zu erkennen, wo der Algorithmus anfängt und wo der Algorithmus tatsächlich aufhört. Und das führt uns zu der Frage, wie Urteile hier überhaupt getroffen werden können. Also jeder Einsatz eines Algorithmus modifiziert den Output. Wie könnte man dann überhaupt solche Diskriminierungsfälle ausschließen? Insbesondere anhand der Art und Weise, wie der Algorithmus funktioniert. In der Einführung in Ihr Buch erwähnen Sie eine Sache, die Judith Butler auch angesprochen hat, und nämlich den sogenannten Iterative Process, also den Wiederholungsprozess. Das sind wiederholten Vorgänge, die nie aufhören, die immer wieder vorkehren. Und das hindert uns daran, dadurch verändert sich der Algorithmus. Und das ist ein Spannungsverhältnis, das wir sozusagen auf den Grund gehen sollen. So schreiben Sie in Ihrem Buch, ein Algorithmus basiert auf Wiederholungsvorgängen, auf Anpassungen. Wie kann ein Algorithmus oder wie können wir lernen, die Ergebnisse, die Produkte eines Algorithmus auf eine Art und Weise verstehen, die auch diese so Wiederholungsvorgänge berücksichtigt? Also bei dieser Anmerkung war mein Ausgangspunkt wie folgt. Wo befinden wir uns? Wie reagieren wir auf diese Aspekte? Und in meinem Buch habe ich versucht zu untersuchen, wie man die Frage klären kann, wer den Algorithmus entworfen hat. Wer steckt hinter dem Algorithmus? Das ist auch mit der Arbeit von Kate Crawford verbunden oder könnte damit verbunden sein. Da liegt die Behauptung, dass man Algorithmen besser trainieren kann, und es wird immer wieder auf die Frage zurückverwiesen, der Autor des Algorithmus, der Urheber des Algorithmus kann da Veränderungen vornehmen. In New York wurde zum Beispiel der Versuch gestartet, den Quellcode zu veröffentlichen.
Und das war sozusagen das erste Zeichen dafür, dass langsam angefangen wurde, nicht nur über den Urheber sich zu denken, nicht nur ein Algorithmus als Produkt seines Urhebers sich vorzustellen, sondern sich vorzustellen, dass ein Algorithmus ein Prozess ist, der auf einen bestimmten Code zurückzuführen ist. Diese Wiederholungsaspekte erfordern von uns eine neue Herangehensweise, eine neue Sichtweise, ein stetiger Veränderungsprozess, dass ein Algorithmus nämlich immer neu geschrieben werden kann, modifiziert werden kann. Das heißt, jede Person, deren Daten in den Algorithmus einfließen, könnte dementsprechend als Autor des Algorithmus wahrgenommen werden. Das bedeutet aber nicht, dass jemand, dessen Daten nicht in den Algorithmus eingeflossen sind, ein Nicht-Autor ist, weil der Algorithmus trifft Entscheidungen auch über Menschen, deren Daten dem System nicht zugrunde gelegt worden sind. Also hier gibt es unterschiedliche Aspekte. Es wurde sehr viel gesagt über die zugrunde liegenden Daten, aber dementsprechend gibt es andere Aspekte der Algorithmen, die wir sozusagen an den Grund gehen, sollen. Und das meine ich, wenn ich die Frage stelle, wie sieht unser Leben mit Algorithmen aus? Sie hatten ja die Gesetzgebung in New York schon mal erwähnt. Wie könnte eine erfolgreiche Gesetzgebung in diesem Bereich aussehen? Wir hatten ja über die Sichtweisen von Michel Foucault schon gehört. Also welche Gesetzgebung könnte es geben, die sich auf diese ständige Fortschreiben des Algorithmus beziehen könnte? Ja, man hört sehr viel von Gesetzgebern, die sich die Frage stellen, wie die Ergebnisse eines Algorithmus zum Beispiel vor Gericht verwertet werden könnten und welche Regeln, Prozessregeln man dafür braucht. Ein Jurist hat mir die Frage gestellt, wie würde ein Gesetz aussehen in diesem Bereich oder wie würde ein Verfahren aussehen vor einem Gericht, wenn es um die Auswertung, die Verwertung von Algorithmen angeht. Und meine Antwort war, dass es eher darum geht, ein Algorithmus wie sozusagen ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Akteuren sich vorzustellen. Eine Gruppe von Chirurgen haben zum Beispiel den Da Vinci Surgical Robot eingesetzt. Viele von den Wissenschaftlern hier wussten nicht, dass sie auch mit Algorithmen zu tun haben in diesem Bereich. Und viele wussten auch nicht, dass es einige anhängige Gerichtsverfahren zu diesem Thema schon gegeben hatte. Was ist zum Beispiel, wenn ein Chirurgieroboter einen Behandlungsfehler begeht, der zum Beispiel zum Tode des Patienten führt? Also erst, als sie mit diesen Robotern zu tun bekommen hatten, haben diese Ärzte richtig verstanden, wie ihre Rollen aussehen. Eine Ärztin hat zum Beispiel plötzlich von wir gesprochen. Also nicht nur ich als Ärztin, als Chirurgin, sondern das, was der Roboter macht. Also das Selbstverständnis, das Verständnis, wie die Ärztin ihre Rolle sich vorgestellt hatte, hat sich nach dem Einsatz dieses Roboters vollkommen verändert. Also was weiß ich nicht nur selbst über diesen bestimmten Tumor, sondern was weiß ich über diesen Tumor, wenn ich mich auf die Erfahrung von tausenden anderen Ärzten beziehe, die in den Algorithmus schon eingeflossen waren. Das
Also gegen einen Hersteller von Robotern vor Gericht zu gehen, kann der Komplexität dieser Frage nie gerecht werden. Ich habe vor dem Parlament in Großbritannien ausgesagt und dort habe ich beobachten können dürfen, wie die Frage gestellt wurde, ob diese algorithmischen Systeme in der Strafrechtspflege verboten werden sollten, ja oder nein. Und eine solche Ja- oder Nein-Antwort kann ich natürlich nicht geben. Wenn wir Nein sagen, dann lassen wir weiterhin zu, dass diese Modelle existieren. Die würden einfach woanders wachsen. Also solche Modelle würden an anderer Stelle einfach zum Einsatz kommen. Und wenn man die Papiere der Informatiker in diesem Bereich liest, dann scheint es Bereiche zu geben, wo die Daten nicht ausreichend sind, zum Beispiel Lebertransplantation. Da gibt es nicht genug Daten, um zu wissen, wie eine optimale Entscheidung aussehen würde, was die Behandlung angeht. Terrorismus zum Beispiel könnte man argumentieren, dass es nicht genug Vorfälle gegeben hatte im Bereich Terrorismus, um erfolgreiche Modelle zu erstellen. Wichtig ist, dass wir ein Modell haben, das mit Daten schon versehen worden ist, das wir dann auf einen anderen Bereich übertragen können. Und das ist für mich der Kern der Sache. Man könnte diese Frage nie erledigen, indem wir sagen, dass wir bestimmte Systeme einfach verbieten. Das ist keine Lösung. Ja, klar müssen wir den Algorithmus beschränken. Klar muss es Menschenrechte geben. Aber andererseits ist es gerade sehr wichtig, dass wir Algorithmen einsetzen. Klar brauchen wir Gesetzgebung. Die Gesichtserkennungssoftware wird ohne entsprechende Gesetzgebung im Vereinigten Königreich eingesetzt. Das darf nicht der Fall sein, eigentlich, aber wir gehen jetzt zu einer anderen Frage zurück und nämlich die Protestbewegung in Baltimore, von der Sie im Rahmen Ihres Vortrags erzählt hatten. Foucault hat von Excitable Speech, Entschuldigung, Judith Butler hat von Excitable Speech sehr viel geschrieben, auf Deutsch Hass spricht, 1997. In diesem Buch schreibt Judith Butler, die Selbstbestimmtheit fängt an, wo die Hoheit endet oder schwindet. In diesem Zusammenhang möchte ich die Frage stellen, um welche Selbstbestimmtheit geht es hier? Geht es um die Selbstbestimmtheit des Algorithmus? Geht es um die Selbstbestimmtheit der betroffenen Person? Geht es um die Selbstbestimmtheit des Gesetzgebers? Gibt es um die Selbstbestimmtheit des Ergebnisses? Also was kann der Teilnehmer einer der Protestbewegung in Baltimore machen, zum Beispiel in Bezug auf seine eigene Selbstbestimmtheit? Ja, ich habe mich diese Frage der Hoheit sehr eingehend gewidmet, denn ich machte mir Sorgen, wie man mit der Situation umgehen kann, dass Behörden zum Beispiel zunehmend Data Mining in Anspruch nehmen, neue Arten von Daten in Anspruch nehmen, um bestimmte hoheitliche Befugnisse effektiver ausüben zu können. Aber jetzt muss man sich eher die Frage stellen, ob solche Methoden der Aufgabe gewachsen sind. Es gibt noch regelbasierte Algorithmen mit Formulierungen wie wenn, dann und dann und dann. Und daher stellt sich die Frage, ob wir das notwendige Werkzeug in der Hand haben, um die Hoheit richtig zu verstehen und zu erfassen. Also Benjamin Bruttons
das, was er geschrieben hatte über den Stack, im Stack. Also viele Probleme in diesem Bereich gehen auf Abduktion zurückzuführen. Wir haben sehr viel Spielraum, was den Output angeht. Wir modifizieren das System, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Das ist, könnte man sogar sagen, ein Prozess der Abduktion. Hier müssen wir also das Verhältnis zwischen Hoheit und Wissen neu definieren. Also ein System produziert die genannten Ergebnisse. Kann es sein, dass die Formulierung des Problems den Output bestimmt? Oder fangen wir mit den Auswirkungen, mit den Effekten an, zum Beispiel beim Modell der Grenzkontrolle? Da ging es ja wohl darum, Entscheidungen zu treffen, wer einreisen darf oder nicht, wer als Mensch wahrgenommen wird an der Grenze oder nicht. Das war sehr wichtig für Hoheit, für die Ausübung der hoheitliche Befugnisse. Produziert ein solches System nur Ergebnisse oder fließen diese Ergebnisse zurück in das System, um die Rahmenbedingungen für die gesamte Entscheidungsfindung neu zu gestalten? Und diese Frage stelle ich im Ernst. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit 5 Doktordissertationen auswerten müssen. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die die unterschiedlichen Kategorien Souveränität, Staat, Bevölkerung verstehen und eine Neubewertung dieser Begriffe fördern. Und das ist, finde ich, gerade notwendig. Eine letzte Frage zu Baltimore. Wir nehmen die Sichtweise der Demonstranten. Könnte man die Selbstbestimmtheit der Demonstranten dadurch steigern, indem man sie dazu berät, einfach ihre Handys auszuschalten, um den Datenfluss zu begrenzen? Also kann man die Selbstbestimmtheit begrenzen, indem man eine Kann man die Selbstbestimmtheit steigern, indem man einen anderen Aspekt der Selbstbestimmtheit reduziert? Ja, es gibt ein Regime der Erkennung und es gibt Möglichkeiten des Widerstands, also unsere Präsenz zu löschen sozusagen. Aber trotzdem begegnen wir vielen Problemen. Das haben Sie bestimmt in der britischen Presse gelesen. Eine Person wurde durch die Polizei verhaftet, weil er sein Gesicht verschleierte, kurz vor einem Bahnhof, wo die Gesichtserkennung angewendet wurde. Er hat dafür ein Bußgeld zahlen müssen. Aber diese Frage hat mich sehr interessiert. Was bedeutet das? Geht es hier nur darum, um die Ausübung hoheitlicher Aufgaben und dass man sich diesen Überwachungsmethoden unterwerfen muss? Und das bringt mich zur Frage der Blendenöffnung zurück. Wie gehen Informatiker mit verschleierten Gesichten um? Und das hat die Sache wirklich die Sache im Kern getroffen, finde ich. Hier geht es darum, neuronale Netze in Bezug auf verschleierte Gesichter zu trainieren. Man nutzt Open Source Daten, sprich Bilder, die von Gesichten, die zum Teil verschleiert sind, aus dem einen Grund oder einem anderen. Mit dem Versuch, die Gesichtserkennung trotzdem zu steigern.
Also das heißt, finde ich, die Technologie interessiert sich ja gar nicht für das Gesicht. Hier geht es nur um Pixeln eigentlich, um das, was man aus Pixeln und Elementen zusammentragen kann. Die meisten machen sich Sorgen, weil es bei der Gesichtserkennung um ihre eigenen Gesichter geht. Aber eigentlich ist für das System das Gesicht absolut irrelevant. Man kann ein System auch auf Gesichter trainieren, die halb verschleiert sind. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Weil wenn wir Widerstand leisten wollen und dadurch nur verschleiern oder verstecken, dann fehlt uns der Einblick, dass es bei dieser Technologie um viel mehr geht, nämlich auch um politische Fragen geht. Also wenn ich mein Gesicht verschleiere bei der Gesichtserkennung, dann habe ich mich dem System nicht entzogen. Was ich gemacht habe, ist dabei, die Empfindlichkeit des Algorithmus zu steigern, weil dann geguckt wird, wie man Gesichter trotz Teilverschleierung erkennen kann. Also hier geht es um die Interaktion zwischen Technologie und dem Staat. Ja, das war eine ganz deutliche Antwort. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Ihren Fragen oder Anmerkungen. Vielleicht sammeln wir erstmal ein paar. Ja, hier jemand aus der ersten Reihe. Hört man mich? Ja, man hört mich. Ein bisschen Kritik, also eine sehr deutliche Kritik. Sie vermischen ganz klar Algorithmen mit neuronalen Netzwerken. Das ist etwas ganz anderes, ob man über neuronale Netze oder über klassische Algorithmen redet. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben. Man möchte eine Maschine erstellen, die die Wahrscheinlichkeit errechnet, dass jemand wieder kriminell wird. Man nutzt also Wissen, das man beispielsweise aus den Sozialwissenschaften bereits hat. Und damit wird einem dann gesagt, dass jemand, der schwarz ist, mit 20% größerer Wahrscheinlichkeit wieder kriminell wird. Wenn es sich um Open-Source-Daten handelt, kann jeder das lesen und jeder kritisieren. Ein neuronales Netz ist allerdings eine Blackbox. Wenn man etwas ändert, fragt man sich, welche Faktoren werden für das Ergebnis ausschlaggebend sein, beispielsweise die ethnische Zugehörigkeit, die Hautfarbe oder Ähnliches. Aber man weiß nicht, was das neuronale Netz damit macht. Es ist nämlich eine Blackbox, weil es nicht transparent ist und es sich um einen ganz anderen Ansatz handelt. Diese zwei Aspekte bringen Sie hier vollkommen durcheinander. Sie sprechen über neuronale Netze und Algorithmen. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Ja, bis kurz vor Ende Ihres Kommentars war ich mit Ihnen noch einverstanden. Denn wir sprechen über regelbasierte Algorithmen. Die könnten die Verständlichkeit beeinflussen. Also ich mache hier durchaus einen Unterschied zwischen den tief neuronalen Netzen und Algorithmen, auch zwischen den rekurrierenden und den konvolutionalen. Aber ich würde das nicht als Blackbox bezeichnen, denn man spricht das immer noch etwas darüber, noch als etwas Verborgenes und nichts, was und einfach offensichtlich ist. Wenn Kritiker, Sozialwissenschaftler sagen, das handelt sich um eine Blackbox, dann frage ich, was ist denn mit den anderen Aspekten, bei denen Sie Forschung betreiben? Sind die alle offensichtlich für Sie? Können Sie da immer eine Erklärung für geben, die leicht verständlich ist? Wir sind also unterschiedlicher Meinung in dem Bereich, dass ich glaube, dass das Teil unserer Forschung ist. Es handelt sich um eine Blackbox, ist aber trotzdem Teil unseres Selbstverständnisses in der Welt. Vielleicht wollten Sie sagen, dass wir ganz deutlich sagen sollten, von welchen Algorithmen wir wann sprechen. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Das Problem habe ich wahrscheinlich selbst noch nicht gelöst. Denn bei einem Publikum, das habe ich schon sehr oft gesehen, sehen wir immer wieder, je mehr Details wir besprechen, beispielsweise
dass 2012 konvolutionale neuronale Netzwerke mit ImageNet-Netzwerken verbunden wurden und was das dann wiederum für Gesichtserkennung bedeutet. Aber das könnten ein bisschen viele Details für ein solches Publikum hier sein. Stattdessen müssen wir überlegen, welche unterschiedlichen Formen und Einrichtungen der Algorithmen es gibt. Und trotzdem sollten wir im Hinterkopf behalten, dass es sich dabei nicht um technische Objekte handelt, die von uns und der Forschungswelt absolut abgetrennt sind. Aber vielen Dank für Ihre Frage. Ich glaube, ich habe da eigentlich keinen Unterschied gezogen. Vielleicht sollte das eigentlich Kritik an mir sein und nicht an Ihnen. Leider benutzt der Redner kein Mikrofon, wir können ihn nicht verstehen. Ich denke, Sie haben sich verständlich gemacht. Sie wollten sagen, dass es hier mehr Klarheit geben sollte. Aber ja, ich bin sehr dankbar für diesen Kommentar. Ein Großteil der kritischen sozialen Debatte, zumindest in Großbritannien, vielleicht nicht in Deutschland, hat noch nicht verstanden, worüber wir eigentlich sprechen. Man hat immer noch das Gefühl, als würde man über diese Wenn-Dann-Das-Algorithmen sprechen. Man hat das Gefühl, irgendwas davon könnte nicht sozial annehmbar sein. Ich glaube also, dass es durchaus wichtig ist, diese genaue Beschreibung zu unterstreichen und uns auch zu fragen, wie viel wir davon leisten können. Meine Freunde aus der Branche fragen mich immer wieder, ist das, worüber du sprichst, nicht eigentlich etwas im Bereich der Vektoren? Dann sage ich häufiger, vielleicht solltet ihr spezifischer werden. Wenn ihr von Vorurteilen spricht, solltet ihr auch wissen, was das genau bedeutet. Bei dieser Terminologie in diesem Bereich muss man also sehr genau ausdrücken. Als Cambridge Analytica dann Psychologen angestellt hat, um diesen Bereich der Einflussnahme zu untersuchen, war nicht deutlich, was Einflussnahme eigentlich genau bedeutet. Deswegen möchte ich, dass wir hier ein bisschen mehr miteinander und genauer sprechen. Jetzt eine Frage aus Reihe 4. Bitte sehr. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ich bin absolut auf Ihrer Seite. Es gibt immer ein Vorurteil und dieses Vorurteil ist produktiv. Wir müssen die Räume mit in Betracht ziehen, wo Menschen Entscheidungen treffen. Wir müssen uns auch diese Blendenöffnungen ansehen, und zwar nach dem Output. Denn genau da versuchen wir, die Reduzierung der Algorithmen zu bekämpfen. Aber ich würde gerne noch einmal auf den Prozess zu sprechen kommen, nämlich auf die Vorhersagen mit Algorithmen. Glauben Sie nicht auch, dass es zusätzlich schlecht wäre, zu früh diese Blendenöffnung zu ermöglichen? Das geht in die Richtung dessen, was wir tun können, um die Ergebnisse besser zu verstehen. Denn viele arbeiten an der Programmierung, an der Umsetzung etc. Wäre es aber nicht besser, unterschiedliche Menschen zu haben, die miteinander kommunizieren und besprechen, wie sie zusammenarbeiten können, was diese Parameter überhaupt bedeuten? Ich glaube auch, dass das Beste, was ich jemals gehört habe, war, als ein Polizist oder eine Polizistin mir sagte, als sie begann, Daten zu sammeln, gab es Geschichten hinter dieser Datensammlung, damit diejenigen, die mit den Daten arbeiten, auch Kontext dazu bekommen. Es hat mich überrascht, wie fortschrittlich dieser Ansatz gewesen ist. Ich glaube, das ist genau dieser Anfang, wie wir mit Blendenöffnungen spielen können. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Ja, ich glaube, das stimmt. Ich habe eigentlich nur über den Zeitraum nach dem Output gesprochen, wenn man das so zeitlich ausdrücken kann. Aber vielleicht sollte man gerade den zeitlichen Aspekt betrachten, denn es handelt sich nicht um einen linearen Verlauf. Man müsste eigentlich deutlicher sagen, was ich hier mit Blendenöffnung meine. Jonathan Quarry und seine Sein Hintergrund der
des Verstehens, des Empfangens im Bereich der Kunst und der Wissenschaft ist hier sehr interessant. Ich glaube, dass für mich die Blendenöffnung eigentlich bedeutet, dass man etwas trennt, dass man Unterscheidungen vornimmt. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich bin der Meinung, dass es eine gewisse Nähe zwischen einem konvolutionalen neuronalen Netzwerk gibt, aus dem Jahr 2012, das darauf trainiert wurde, eine bestimmte Frucht in einem Bild zu erkennen, beispielsweise ob es sich um einen Apfel oder eine Kirsche oder was auch immer handelt, oder auch um einen Dalmatiner neben einem Labrador zu erkennen. Diese besondere Art der Blendenöffnung ist Voraussetzung für die Dinge, die uns eigentlich mehr interessieren, beispielsweise Technologien der Gesichtserkennung. Gleichzeitig ist die Fähigkeit, diese Unterscheidungen vorzunehmen, genau das, was dazu führt, dass Maschinenlernen lernen kann, dass bestimmte Organe nicht weiter verwendet werden können oder doch. Also damit könnte man eben zu diesem Guten beitragen, weil ein neuronales Netzwerk in der Lage ist zu erkennen, welches Organ beispielsweise verpflanzt werden kann. Ergibt das Sinn? Verstehen Sie das? Diese Art des Erkennens, das dort möglich gewesen ist, kann man in die Blendenöffnung übertragen und damit auch auf den Fall, den Sie genannt haben, des Polizisten. Ich glaube, Sie haben vor allen Dingen hier über das Verhältnis auch mit dem Menschen und den menschlichen Entscheidungen gesprochen. Das war sehr nett. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den inspirierenden und auch leicht verstörenden Vortrag. Ich würde gerne aus Sicht eines Lehrenden fragen. Die Algorithmen und der Einfluss auf unser Leben werden uns nicht verlassen. Das wird in Zukunft nur weiter zunehmen durch die steigende Zahl der verfügbaren Daten. Deswegen würde ich gerne für die ausbildenden Institute, die die zukünftigen Computerwissenschaftler ausbilden, wissen, was sollte man in die Curricula mit aufnehmen? Und noch eine weitere Frage. Fast jeder, ganz egal, was er in der Gesellschaft tut oder was er arbeitet, wird an einem gewissen Punkt mit diesen Algorithmen konfrontiert und mit Algorithmen Entscheidungen treffen. Was bedeutet das also für die generelle Ausbildung in unseren Ländern? Haben Sie da Anregungen für? Sehr gute Frage und auch sehr schwierige Frage. Auf gewisse Weise führt das wieder in die Falle, dass man etwas vorschreiben müsste, dass man Regeln festlegen sollte. Ich bin immer wieder davon erstaunt, dass Menschen meine Analysen kritisieren und dann sagen, haben sie sich die generativen Netzwerke angesehen, denn die haben noch sehr viel mehr Potenzial. Es geht nicht nur um diese Reduzierung auf einen Output. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass es Hoffnung gibt, denn es besteht die Möglichkeit, Philosophie, Sozialwissenschaften, Computerwissenschaften miteinander in Verbindung zu bringen und dieses Wissen gemeinsam zu nutzen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht genug getan und ich denke, das kann noch mehr getan werden. Ich selbst versuche bei meiner Arbeit dies zu vermeiden. Ich möchte aber ein gemeinsames Vokabular finden. Ich möchte nicht festlegen, was Objektivität in dem einen Bereich und in dem anderen Bereich bedeutet. Stattdessen glaube ich, dass dieses Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Definitionen genau diesen Knackpunkt ausmacht. Denn Vorurteil bedeutet in der Computerwissenschaft etwas anderes, als ich vielleicht meine. Denn für mich handelt es sich dabei um einen wichtigen politischen Moment. Denn ich frage mich, wie kann Vorurteil in diesen Aspekt mit eingebunden werden? Was müssen wir dabei beachten?
Ich glaube also, dass wir durchaus Hoffnung haben können, denn es gibt entsprechende Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Das, was ich als diese Spuren der verworfenen Alternativen bezeichnet habe, ist eigentlich etwas, was John Fowles bereits beschrieben hat, der Autor. Er hat gesagt, dass während er auf sein Finale hinarbeitet, er immer wieder diese Spuren der verlorenen Alternativen findet, Ideen, die er verworfen hat. Ich habe in meinem Buch also Ideen aufgegriffen, die auch Autoren beschrieben haben. Ich weiß, dass die Computerwissenschaftler genau das versuchen. Sie versuchen, Möglichkeiten zu finden, diese verlorenen Alternativen auch aufzuzeigen. Also eigentlich, glaube ich, bin ich viel hoffnungsvoller, als ich das jetzt vielleicht hier ausgedrückt habe. Vielen Dank. Wir sind jetzt schon ein bisschen weit in der Zeit vorangeschritten. Deswegen sollten wir vielleicht jetzt einmal einen Blick auf Twitter werfen. Ich habe das Hashtag am Anfang erwähnt. Vielleicht können wir jetzt mal schauen, was da so reingekommen ist. Wir haben eine Frage auf Twitter. Algorithmen werden von Daten gestaltet. Glauben Sie also, dass wir Daten so gestalten können, dass sie keine ethischen Gefahrenzonen darstellen? Könnten Sie das vielleicht noch einmal wiederholen? Algorithmen werden durch die ihnen zugrunde liegenden Daten gestaltet. Wie glauben Sie also, können wir Daten effektiv gestalten, damit sie in Gebieten genutzt werden können, die Gefahren darstellen? Also, bezüglich dieser Frage glaube ich, dass die Datifizierung, ein Wort, das ich sehr hasse, weil ich mich immer frage, was es eigentlich bedeuten soll, denn es geht mehr um die Darstellung der Daten. Die Frage nach dem Volumen, die Frage nach Big Data, die wir ja auch aufgeworfen haben, wird üblicherweise verworfen. Denn wenn wir sagen, wenn wir Daten reduzieren könnten, hätte das einen gewissen Effekt. Als ich vorher also darüber gesprochen habe, dass es bestimmte Gebiete in unserem Leben gibt, wo wir glauben, dass es nicht genug Daten gibt, um ein effektives Modell zu erstellen, glaube ich jedoch auch, und zwar aus eigener Erfahrung, dass das mich noch mehr stört, dass Modelle auf zu wenig Daten aufgebaut werden. Daten zu reduzieren oder den Zugang zu Daten zu reduzieren, ist also nicht das, was ich mit meiner Arbeit verfolge. Denn ich glaube, das geht gegen die Logik, die wir eigentlich verfolgen. Okay, dann noch eine Frage aus dem Publikum. Vielen Dank, dass Sie unterstrichen haben, wie die Daten unsere Weltanschauung geändert haben. Die gefährlichsten Aspekte dabei sind wahrscheinlich, dass wir eine naive Ansicht erreicht haben, nämlich, dass alles nur ein Urteil haben kann, eine Zahl zwischen 0 und 1. In der Geschichte haben wir gelernt, dass entwickelte Gesellschaften in der Lage sind, zu lernen, mit dynamischen Prozessen umzugehen. Vor allen Dingen im Bereich der Rechtsprechung, wo man nicht nur ein Urteil bekommt, aber die Verfolgung oder die Anklage die Möglichkeit bekommen, vor Abschluss die eigene Meinung auszudrücken. Glauben Sie, dass Computerwissenschaftler die Möglichkeit haben, aus diesem Bereich etwas zu lernen?
Ich glaube, Computerwissenschaftler sollten hier nicht als der Feind dargestellt werden. Die Nutzung dieser Algorithmen im Bereich Polizei und Rechtsprechung, da glaube ich, dass wir immer noch nicht verstehen, was eigentlich passiert. In Großbritannien beispielsweise werden einige Algorithmen im Bereichen genutzt, wo es nicht genügend Forschung gibt. Und das zählt für das Sozialwesen, wo es nicht genügend Mitarbeiter gibt, aber auch für die Polizei und andere Bereiche. Man versucht also, sich auf Algorithmen zu verlassen. Diese sollen wichtige Entscheidungen treffen. Bei der Polizei in Großbritannien ging es so weit, dass jemand alleine am Schreibtisch sitzt und eine Entscheidung treffen soll, nämlich sollte jemand verurteilt werden oder sollte jemand auf Kaution entlassen werden oder verhaftet werden oder ähnliche Fragen. Dabei werden nicht nur die Daten dieser einen Person, bei der diese Fragen gestellt werden, genutzt, sondern Daten von Menschen, die in ähnlichen Situationen waren. Und ich glaube, das sind hier die Attribute, die in verschiedenen Bereichen angesetzt werden. Ich möchte also nicht sagen, dass wir auf der einen Seite die Polizei haben, auf der anderen Seite die Computerwissenschaftler, sondern ich interessiere mich dafür, wie diese Techniken verschiedene Grenzen überschreiten und dann von einem Gebiet auf ein anderes übertragen werden. Im Jahr 2017 habe ich mit diesen Menschen zusammengearbeitet, die zum einen die Spielsucht untersucht haben, dann die MRT-Ergebnisse und dieses Wissen übertragen haben. Ich möchte also nicht hier Grenzen ziehen, sondern sehen, wie in verschiedenen Bereichen gearbeitet wird. Wir nehmen noch zwei Fragen an und danach müssen wir unser Gespräch leider zu Ende bringen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich vertrete das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Das, was Sie am Anfang Ihres Vortrags gesagt haben, hat mich etwas verstört. Nämlich der Satz, wir wissen, wie gut und böse aussehen. Ich dachte danach ständig an die Konsequenzen auch für die Politik. Was bedeutet das für uns und für die Politik? In welche Richtung bewegen wir uns? Gehen wir in eine Richtung, wo wir neue Normen und Uniformität aufbauen? Es ja, bewegen wir uns in eine Richtung, wo wir Uniformität verlangen? Und ist das sozusagen von vornherein schon ein politisches Statement? Wenn ich an die Fortschritte der letzten 10 Jahre denke, im Bereich Antidiskriminierung zum Beispiel, gleichgeschlechtliche Lebensweisen, sieht man, wie viel in der Politik erreicht worden ist. Mir kommt die Situation also so vor, dass die Entwicklung von Algorithmen und die Art und Weise, wie wir über Algorithmen reden, ist das der richtige Ausdruck zum Beispiel? Ist das der richtige Vorgehensweise? Ist das nicht kontraproduktiv, wenn man sich überlegt, an welchen Fortschritten wir tagtäglich arbeiten, zum Beispiel im Bereich der politischen Bildung? Ja, Entschuldigung, ich erkenne hier keine Frage. Also könnten Sie sich etwas präziser ausdrücken, bitte? Ja, Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass Sie sich etwas verstört gefühlt hatten durch diese Aussage, wir wissen, wie gut und böse oder wie das Gute aussieht. Ich hatte zahlreiche Interviews geführt mit Wissenschaftlern und diese
Antwort. Insbesondere hat mich auch etwas verstört. Denn ihr geht es nicht nur darum, das Gute zu erkennen und Normen dafür zu setzen in Bezug auf diese dehnbare Schwelle, die ich eben erwähnt hatte. Ihr geht es darum, was das Gute überhaupt wäre. Wo liegt diese Schwelle? Wo liegt die Schwelle der Normalität? Und man muss sich diese Frage ernsthaft stellen. Welche Normen nehmen wir uns als Basis hier? Das ist eine sehr dehnbare Vorstellung von Normen, Normalitäten und Abnormalitäten. Ja, daher möchte ich meine Frage zu Ende bringen. Es geht nicht darum, was wir über die Algorithmen lernen, sondern darum, dass wir etwas darüber lernen, was wir versuchen in Erfahrung zu bringen. Wozu brauchen wir Algorithmen in unserer Gesellschaft? Es gibt eine Theorie der Kommunikationswissenschaften, wonach Menschen Computer und die Aussagen von Computern so behandeln, als ob es die Aussagen oder die Ergebnisse eines Menschen wären. Das führt dazu, dass der Mensch in einer Art und Weise reagiert, die er sich vor diese Sache noch nie hätte vorstellen können. Wie sieht es in dieser Hinsicht mit Algorithmen aus? So wie ich sie verstanden habe, basieren Algorithmen auf das menschliche Gehirn, neuronale Netzwerke. Bisher haben wir die Dimension des menschlichen Gehirns noch nicht so ganz verstanden. Manchmal, wenn ich einen Vortrag über Algorithmen höre, stelle ich mir diese Algorithmen eher etwas menschlich vor. Wie sehen Sie Algorithmen? Nehmen Sie einen Algorithmus als ein Mensch wahr oder als ein System wahr? Ja, manchmal versuche ich mir selber die Frage zu stellen, welche andere Arten der Berechnung zum Einsatz kommen. Haben wir empirische Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können, zum Beispiel Ian Hacking und seine Erzählung, seine detaillierten Ausführungen zur Geschichte der Statistik, wie die Verbindung zwischen Statistik und der Herrschaft des Staats entstanden ist, das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, Biometrik, Eugenik etc. Das sind Sachen, die immer an diese Schaltstelle entstehen zwischen diesen unterschiedlichen Werkzeugen. Und in meinem Buch versuche ich, die Sache anders wahrzunehmen. Mit Algorithmen haben wir eine andere Methode, um unsere Annahmen über die Welt einzuordnen und in ein System einfließen zu lassen. Eine solche Ressource benötigen wir. Zum Beispiel Theodore Porter hat sehr interessante Ausführungen zu dieser Frage. Reichen uns die Ressourcen, um auf moderne, zeitgemäße Art und Weise zu regieren? Was für eine Auswirkung hat das auf unsere Vorstellung, was gut oder böse ist, was ein regelwidriges Verhalten darstellt und nicht? Also ich glaube, dass wir nicht Algorithmen nicht unbedingt als Neuigkeit, als Novum wahrnehmen sollen, sondern einen Blick auf unsere menschliche Geschichte werfen sollen. Sie hatten ja selber gesagt, Algorithmen sind so eine Art menschlichen Gehirns. Und es gab ja schon Theorien der Kybernetik, die einen Vergleich gezogen haben zwischen den Funktionsweisen des menschlichen Gehirns und elektronischen Prozessen. Also ich
stimme Ihnen in etwa zu. Man sollte Algorithmen nicht unbedingt als Neuigkeit wahrnehmen. Wir haben eine ganze Geschichte hinter uns, wie der Mensch regiert und Entscheidungen trifft, wie wir uns selbst darstellen, wie wir uns andere Menschen vorstellen. Also auch die Erkenntnisse der dienen als Modell für das, was wir jetzt zum Beispiel in einer Grenzbehörde versuchen zu lösen anhand von unterschiedlichen Modellen. Ja, eine letzte Frage, die uns hoffentlich auf die auf den Zielgeraden bringen wird. Normalerweise komme ich auf die Frage Gesetzgebung zurück. Das habe ich aber schon mal gemacht. Sie hatten ja schon über Parisia, über Risky Speech, also diese Theorien von Michel Foucault, gesprochen. Das einzelne Ergebnis, das ein Algorithmus leistet. Ich weiß nicht, ob die Rahmenbedingungen für Risky Speech im Sinne von Foucault gerade vorhanden sind. Allerdings muss man feststellen, dass der Diskurs sich ausweitet, nicht nur auf Akademiker, sondern auf, also auf den Otto-Normalbürger, der im Internet diskutiert. Aber trotzdem wird es immer schwieriger, riskante Äußerungen zu bringen. Jedes Mal, wenn man eine umstrittene Meinung äußert, geht man ein gewisses Risiko ein. Also es ist gut, dass wir eine solche Entwicklung in der Gesellschaft haben, nämlich dass mehr Menschen sich äußern können. Aber das steht im Widerspruch zu dem, was Sie gesagt hatten, nämlich über die Möglichkeit, auf die Risiken hinzuweisen. Nein, also das, was ich zum Thema Risiko, zum Thema Risky Speech sagen wollte, gegen den Strom zu schwimmen sozusagen. Und das, für mich fing das damals an, als ich mit den Onkologen zusammengearbeitet habe. Diejenigen, die Algorithmen zur Aufzeichnung der optimalen Behandlungsweise verwendet haben. Und hier wurde das Wort Flow, Strom, tatsächlich verwendet. Was bedeutet es, sich von der Expertise von anderen Menschen mitnehmen zu lassen? Und was bedeutet es, gegen den Strom zu laufen? Und daher entsteht das Spannungsverhältnis zwischen dem Ergebnis eines algorithmischen Systems und einer Einzelentscheidung, die sozusagen gegen die Weisheit des Algorithmus läuft. Das ist eine gewisse Bürde. Wir sind sozusagen der Wahrheit geschuldet. Die Frage ist, was setzen wir aufs Spiel, wenn wir risikohafte Äußerungen bringen? Laut Judith Butler setzen wir uns selbst aufs Spiel, wenn wir sowas machen. Aber da entsteht ein weiteres Problem. Der Großteil der Debatte, der öffentlichen Debatte zu Algorithmen besteht darin, also die Befürchtung zu äußern darüber, dass Systeme zunehmend die Einzelperson erkennen. Aber die Gefahr, erkannt zu werden, ist ganz anders wahrzunehmen als dieses sich zurückziehen, was ich vorhin erwähnt hatte. Die Blendeneröffnung neu zu gestalten, um sozusagen gegen den Strom zu laufen. Das ist was. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professorin. Damit ist unser Gespräch beendet. Wir freuen uns auf den Umtrunk nach der Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.